Und wie steht's mit deinem Liebesleben? Warum kapieren es verheiratete Leute einfach nicht, dass das keine höfliche Frage mehr ist? Ich meine, wir stürmen ja auch nicht auf sie los und fragen, und wie läuft's mit eurer Ehe? Schlaft ihr noch miteinander? Und es ist außerdem allgemein bekannt, dass die Partnersuche ab 30 nicht mehr so ein unbeschwertes Gerangel ist, wie es mit 22 mal war. Ja, da ich aber keine geborene Lügnerin bin und alle Gäste auf der Neujahrsparty meiner Eltern mich nur anstarrten, womit ich mit Hoch und Kopf noch kriege. Yeah.